Herzlich willkommen zu einem weiteren wichtigen Thema der heutigen Zeit, Change Management in der Unternehmensführung. Nichts ändert sich, außer wir ändern uns. Eigentlich könnten wir hier schon Schluss machen. Nicht so einfach, sich zu verändern. Und Veränderungen haben bestimmte Gesetze, nach denen man sich auch verändern sollte. Interessant ist, was Unternehmen angeht, eine von der Great Place to Work durchgeführte Untersuchung. Sie zeigt deutlich auf, dass eine vertrauensbasierte Unternehmenskultur sehr wertvoll ist, gerade in Veränderungsprozessen. Ein Dreiviertel der Beteiligten gaben an oder bestätigten, dass eine Unternehmenskultur, in der Vertrauen eine wichtige Basis ist, Veränderungsprozesse besser und schneller platziert worden sind. Und wenn man jetzt mal in Change-Prozesse reinschaut, so gibt es wertvolle Erkenntnisse, die es gilt, im Vorfeld schon zu klären. Einer davon ist, wie viel Transformation ist für meine Firma eigentlich nötig? Oder für die Abteilung? Oder für mich? Trauen Sie sich zu, den Change-Prozess wirklich aktiv zu begleiten und durchzuführen und vor allen Dingen auch durchzuhalten? Und haben Sie genügend Mitspieler? Und der nächste Schritt, steht Ihre Führungsmannschaft hinter Ihnen? Sind Sie bereit, Zeit dafür zu investieren? Denn Change kann ich nicht befehlen, denn Change-Prozesse müssen begleitet werden, Veränderungsprozesse. Spannend ist es auch, Zukunftsforscher haben schon vor langer Zeit gesagt, je mehr Veränderungen einer Abteilung, in einer Firma, in der Vergangenheit platziert und durchgeführt wurden, je leichter wird die Zukunft werden. Heißt für Sie, wo starten Sie? Wie viel Veränderung haben Sie in der Vergangenheit schon platziert? Oder starten Sie, da Sie ja jetzt ein neues Management sind, was jetzt eine Nachfolge angetreten hat, völlig neu mit einer Mannschaft, die in den vergangenen 40 Jahren überhaupt nicht verändert worden sind. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe für Sie meinen Unternehmensbarometer mal mitgebracht und möchte gerne, dass Sie mal sich ganz kurz Gedanken machen oder sich auf eine Skala 0 bis 10 mal einordnen. Thema Flexibilität. Wie schaut es bei Ihnen aus? 0 oder 10? Schauen Sie auf Ihre Führungsmannschaft, schauen Sie auf Ihre Mitarbeiter. Innovationskraft. Wie viel Innovationskraft ist in Ihrem Hause vorhanden? Was haben Sie dafür getan? Genauso bei Qualitätsbewusstsein. Aufgaben und Fähigkeiten. Passen die Fähigkeiten zu den Aufgaben, die die jetzige Zeit stellt, oder muss da angeglichen werden, entwickelt werden? Wie schaut es mit der Konfliktfähigkeit aus Ihrer Führungsmannschaft? Oder haben Sie dort einen Nicht-Angriffspakt? Und da ist Innovation und Veränderungsprozesse sind sehr, sehr schwierig, da durchzugehen. Gewinnorientierung. Bleibt hinten was hängen? Teamgeist, wie schaut der aus? Fluktuation, wie ist die in Ihrem Hause, in Ihrer Abteilung und wenn, in welcher Abteilung, wie hoch? 0 bis 10. Unternehmensorientierung. Denken die Menschen fürs Unternehmen oder machen die den nicht vermeidbaren Umsatz? Unternehmerisches Denken und Handeln sind ganz wichtige Fähigkeiten, die es gilt zu entwickeln. Und ganz wichtig und am wertvollsten, und das ist jetzt, wenn die Zukunft wirklich gestaltet werden soll, wie schaut es um die Lernbereitschaft und Entwicklungsfähigkeit Ihrer Mannschaft aus? Ich lade Sie ein, auch hier einen Skalenwert von 0 bis 10 mal einzutragen und ganz spontan zu schauen, wo steht es eigentlich bei mir?